Willkommen zurück. Am heutigen Tag hat Ministerpräsidentin Jin in Uafira an das Ende des Locust-Krieges vor genau 25 Jahren erinnert. Heute werden wir geehrt durch die Anwesenheit zweier Generationen von Männern und Frauen, die jeder Gefahr getrotzt haben. Die Schlachten bestritten haben, die uns heute ausmachen. Darunter auch der wohl wichtigste Einsatz der Pendulumkriege. Ashford Field. Santiago! Ich spare mir die motivierende Ansprache, Private. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Sir. Dann los, gehen wir's an. Schalten ihre Türme aus, behindern ihre Kommunikation und überfallen das Labor. Die Führung will den Hammer, dann soll sie ihn auch bekommen. Alles klar, und dann los! Willkommen zu Gears of Fear. Schön. Bewegung, Gears! Wir haben nur einen Versuch, um die Pläne da rauszuholen. Sobald wir die Funktürme ausgeschaltet haben, ist ihre Basis abgeschnitten. Ja, Sir. Wir sind Indies! Da oben, knallt sie ab! Geht in Deckung! Guter Schuss! Hat das jemand gesehen? Sieht ziemlich tot aus! Gut gemacht, Soldat! Macht weiter, der Turm ist da vorn! Na los, der Major wartet schon! Indies! Wieder ein Indie weniger! Verdammt, sie haben sich verschanzt! Versucht sie zu flankieren! Ja, hat schon. Mach weiter, der Turm ist da vorn! Green One, nähern uns dem Streichholz. Verstanden, Green One. Unser Fluchnummer sind das bescheuerte Codenamen. Okay, platziert die Ladung am Turm. Da. Er ist da. Ladung platzieren! Ladung platziert. Cleaner, Streichholz entzündet. Verstanden. Wir zünden unser Streichholz an in 3, 2, 1... Diese Basis ist jetzt so blind und dumm. Und vergessen Sie die Sache mit den dämlichen Codenamen, Santiago. Wir sehen uns im Labor. Ja, Sir. Das Labor ist hinter diesem Sicherheitstor. Vorwärts. MG-Nester. Wir teilen uns auf. Ihr zwei geht nach links. Ah ja. Wie kann ich das Ding umsetzen? Haben Sie gedrückt? Komm schon, okay. Schmeiß eine Granate rein! Ja, bin schon dran. Zack. Tschüss. Das du, Gut, bist. Jetzt durch diese Tür da und entschuldigt die Unordnung. Wieso wollte die verbluten?
einer Dünnpfiff. Oder den Herz zu wissen. Jo. Cool. Und jetzt, Commander? Commander Shepard? Ihr zwei, ihr habt die Sicherheitscodes. Überbrückt das Tor. Wir. Komm schon, Mann. Und damit geht dieser Überfall offiziell los. Bewegung! Okay, ihr wisst, wie es läuft. Die Wachen eliminieren, ins Labor gelangen, die Pläne holen, dann nichts wie raus. Was macht dieser Hammer der Morgenröte? Er gewinnt den Krieg. Wenn wir unsere Arbeit machen, werden alle Systeme gelöscht und die Indie-Forscher erhalten ein wirklich einmaliges Angebot. Okay, sind drin, dann los! Da ist das Labor, holt sie euch! Öffnet das Feuer! Oh, Sack, ey. Okay, wir sind drin. Stoßen wir zum Major. Na los! Na los. So geil, zack, zack. Okay, los. Hab ihn! Wo sind die? Nichts, oder? Schön, dass Sie noch leben! Ebenso, Major! Eliminieren Sie diese Handys, damit wir die verblühte Show hinter uns bringen können! Ja, Sir! Indies! Sie kommen vom Labor! Nicht übel, weiter so! Jawohl, Heddy. Labor gesichert, Major. Das sehe ich, Private. Yeah. Holen wir uns die Pläne. Okay. Ja. Wer hat das? Ich hab die Codes, okay. Da liegt ja hohes Vertrauen in mir, würde ich mal sagen. Aus dem Weg, Private. Diese Indie-Wissenschaftler sind uns wohl nicht gerade freundlich gestimmt. Bruce, sei so nett und öffne diese Tür. Yes, hergehört. Sind wir in 10 Minuten nicht raus, brecht die Mission ab und verschwindet. Okay, Santiago, treffen wir unsere neuen Freunde. Bin direkt hinter Ihnen, Major. Ich auch. Indy, linke Seite! Ja. Haltet sie zurück! Steht hoch! Alles klar. Yes, wir haben die Pläne des Hammers. Wir kommen an die Oberfläche. Lasst sie nicht durch. Wir versuchen sie. Oh, ein Holzfass. Holzfass vor allem. Zentrale, Paket ist gesichert. Cleaner, für Marlin Abzug zum Strand vorrücken. Was war das? Mörser! Zentrale, da kommen ein paar Mörser! Dann sollten Sie sich beeilen, Major. Auf zum Strand! Los, los, los! Los, nicht mehr raus hier! Lauf weiter! Ich bin da schon. Das Boot ist gleich davon! Vorwärts! Ich sehe nichts mehr! Ja. Als mutige Tortruppen die Pläne der UUR für den Hammer der Morgenröte erbeuteten, sicherten wir das Überleben im größten Konflikt, der unsere Welt je erschüttert.
Aber schon 2 Jahre später kam neuer Schrecken. Ein neuer Gegner. Ein neuer Krieg. Zentrale, Achtung! Leitet den Konvoi des Colonels um! Tut mir leid, Corporal, wir sind fast da! Negativ, negativ, Zentrale! Das Haus der Souveräne ist Sperrgebiet! Corporal Kim, die ganze Stadt ist Sperrgebiet! Verstanden, Zentrale. Auf geht's, Gears. Wir müssen los, um Colonel Hoffmans Konvoi zu beschützen. Corporal, stehen unter Beschuss! Sind fast da, Zentrale! Scheiße! Das ist der Konvoi! Vorsicht, Vorsicht! Noch mehr von den verfluchten Dingern! Was zum Teufel ist hier überhaupt los? Aufrück! Helft dem Colonel! Was sind die überhaupt für Waffen? Wie? Hammerbewusst. Was klappt denn damit? Waffen können gegen dieses Ding nichts ausrichten! Nicht? Wir brauchen etwas Größeres! Corporal, das ist ein Hammer der Morgenrunde! Bin dran! Soldat, sichern Sie den Hammer! Eskorte! Gratulation! Sie sind der Glückliche! Colonel, wir müssen da rein. Jetzt! Ich hab den Code für die Tür, Colonel. Wie schön für Sie, Söhnchen. Ja, wir haben ja immer die Codes. Was wird das überhaupt? Sichern Sie die Treppe mit dem Hammer. Ich bin sofort zurück. Oh mein Gott! Das ist übel! Ihr habt den Corporal gehört! Lasst die bloß nicht rein! Sie kommen direkt auf uns zu! Setzt den Hammer ein! Milch! Oh, Scheiße! Vorsicht! Treibt sie zurück! Treibt sie zurück! Wir brauchen Verstärkung, verflucht nochmal! So wird das nicht! Kämpft weiter! Verstanden! Das ist Wahnsinn! Lasst sie nicht in die Nähe der Tür! Explosion! War doch gerade noch einer. Der Nächste! Oh, Scheiße! Was ist das? Wen kümmert das? Brennt das Ding! Verwenden! Was auf die Scheiße wird gemacht? Noch einer! Ja.
klar. Hammer raus. Das ist doch ein schwacher Fell. Aber der Hammer der Morgenröte ist offline. Bei Anbruch der Nacht waren bereits Hunderttausende tot. Der Tag der Ankunft trug seinen Namen zurecht. Wie viele von euch war ich damals noch ein Kind. Es war eine dunkle, furchtbare Zeit. Und unser Sieg war keinesfalls ein sicherer. Zehn Jahre nach dem Tag der Ankunft. Okay. Sunny, hin oder her! Wir brauchen alle Mann auf der Mauer! Jetzt! Sunny, hin oder her, her oder hin? Bringen Sie den Soldaten wieder auf die Beine! Ja, ja. Haben wir ja schon mal gemacht. Alles klar. Wir brauchen deine Unterstützung! Okay, Gears, klettern Sie die Leitung! Was ist passiert? Los, hoch mit dir! Wo zum Geier bin ich? So, was haben wir hier? Mini? Ich habe Ihnen einen Befehl erteilt! Ja, ja, hoch auf diese Mauer! Machen. Wir streben ja noch ein paar Waffelchen. Klettern Sie die Leiter hoch, wenn Sie keine Marder als Zellengenossen wollen. Ja, ja. Immer Ruhe hier. Die überrennen uns doch eh. Oh. Entschuldigung, geh mal von dem Träger runter. Alles klar, geh mal da hoch. Da nicht Ruhe gibt. Also geh ich immer die Leiter hoch. So. Nutz die Kettensäge und dann verteidige die Mauer. Kettensägen? Na los, schneid dich da durch! Wie denn? Ah! Achso! Oh, ich sehe das nichts. Verdammte Scheiße! Wir müssen diese Mauer räumen! Erledigt sie! Ja. Oh! Jetzt räumt den Innenhof frei! Lasst keine mehr hoch! Gute Schuld! Ihr müsst zielen! Schießt nicht daneben! Und bleiben! Ach, Scheiße! Die sind überall! Komm schon! Lasst sie nicht hoch! Hier geht die Muni aus! Was war? Verdammt, da kommt immer mehr! Was ist denn hier? Oh, Scheiße! Linke Flanke offen! Geh da rüber und räum sie frei! Und den mal einheizen! Hier geht's, Muni! Schützt den gut.
abgeht. Sergeant Phoenix könnte heute bei uns sein. Haltet inne und gedenkt der Männer und Frauen, deren Opfer unser Überleben gesichert hat. Dank ihnen kämpften wir uns durch diese dunklen Stunden. Wir erleben eine neue Blütezeit. Die Welt, die die neue Chor erschuf, kennt keinen Krieg, kennt kein Leid. Eine Welt der Sicherheit, der Familie. Eine Welt ohne Krieg. Hilf. Hey, kommst du? Gib mir eine Sekunde. Wegen eines Schmetterlings? Ja, sieh mal. Weißt du, wie ein Schmetterling entsteht? Wie durch ein kleines Wunder? Stimmt. Wenn die Larve überlebt, viele tun das nicht, dann verändert sie sich. Die kleine Larve verpuppt sich. Im Kokon zerstört und verwandelt sie sich, ändert ihre Farbe und Gestalt, bekommt Flügel, Krallen. Sie befreit sich aus ihrem Käfig und dann ist sie verwandelt und wunderschön. Du hättest nicht kommen sollen. Spar dir die Worte, JD. Die da, die kommt ganz nach ihrer Mutter. Tut sie wirklich? Tu ich wirklich. Akt 1, Kapitel 1, der Überfall. Früher haben wir Vorsiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Ironisch, oder? Eigentlich nicht. Non-Cons begehen halt Überfälle, bis ihr zwei aufgetaucht seid. Und jetzt? Langweilig. Lieber langweilig als tot, alter Mann. Gibt's da einen Unterschied? Oh, kein Alarm. Herzlichen Dank. Langweilig wird uns sicher nicht. Aber das mit dem Sterben... Das ist nicht der Sicherheitsalarm. Oh, Scheiße, eine Sturmfront! Wir können uns in der Siedlung verschanzen! Alle zum Wagen! Los! Ja. Wer, was ist das denn für ein Wagen? Pferde von drin. Vorsicht, Vorsicht, schneller!